Mein Name ist Katharina Matisch. Ich lebe hier in Speyer, ich bin aber aus dem Ausland, aber Deutsche. Jetzt lese ich euch ein paar Gedichte. Verirrt im Rausch, auf unbekannten Pfaden, Lustwandeln ohne Scheuklappen, wo Freiheit blüht, die listige Träume verschenkt, wo die Freiheit Flügel wachsen, die Regenbogen bunt leuchten und wilder Sturm die Realität auf den Kopf stellt. Da werden Träume gekrönt, die in nichts verschwinden und nie mehr erwachen. Das zweite, eine Welt für sich. Schau nach oben, wo die Wolken zwischen Sternen schlafen, auf samtweißem Nachtblau Luftgeflimmer sich langsam bewegt, zwischen Mondschein und Bäumen die Erde besucht, im See badet, der Himmel groß, weit umspannt die Erde, wo der Wind seine Lieder singt, die nicht jeder versteht, dann begreifst du, dass Himmel und Erde eine Welt für sich sind. Räume ohne Zeit. Der Nebel lichtet sich, mein Blick wird klar. Ich bin in einer anderen Welt. Die Wogen der Zeit schwappen an mir vorbei. Ich sehe viele, viele bunte Farben. Eine Glatzmondblüte auf weißem Schnee und bunte Wiesen am Himmel schauen mich an. Die Welt ist groß und der Mensch ein Winzling, nur ein Staubkorn im All. Auf der Erde der Unendlichkeit lebt die Seele, ewig hinter den Sternen, in dem danach ist sie zu Hause, die Ewigkeit. Und jetzt kommt etwas anderes, ein bisschen was nur ältere Leute erleben, nicht junge. Lebensherbst. Das Alter ist eine Fundgrube, vollgestopft mit Erinnerungen, die ausbrechen, wenn es geht, im Rhythmus der Zeit, gehen sie durch das Dasein, die Alten singen, die Lebenshymne, mal laut und mal leise. Denk bloß nicht die alten Bösen nur. Sie wechseln über vom Es. Es war einmal die Realität. Da kommt wieder das Kind, unbewusst aus der Verbannung. Mal Bilder des Lebens, wenn auch nicht immer schön und lustig, aber umso bunter fallen sie aus. Bunt wie das Leben, auch noch im Alter. Glückliche Stunden von einst lassen Augen zwinkern, lächeln, so manches auch gern verschweigen. Humorvoll im Wiedererinnern, Augenblicke wandern zurück über den Horizont des Denkens in den Gärten der Komposition. Auch wir Alten waren einmal jung, von Übermut animiert, schlugen auch wir über die Stränge und träumten in den Tag, manchmal auch heute noch, wenn Seelenwärme uns erreicht, ob zu helles Licht uns blendet in blauen Zauberstunden, die es im Alter auch noch gibt. Wenn die Musik zum Lebenstanz aufspielt, sind auch wir dabei.
Darf ich noch eins lesen oder nicht? Aber seid mir hinterher nicht böse. Na sowas. Oma trinkt mit Begeisterung heiße Schokolade mit Chili und Sahne. Die Medizin der Erotik. Das sind Augenblicke der Schwäche, wenn eine Frau im Oma-Alter Lust und empfindet und nicht fasten will. Die Sünde aller Sünden begeht Oma dann, wenn sie auszubrechen versucht aus dem Kerker der Einsamkeit. Viele Gesichter hat die Sünde, doch Lügen sind gesichtslos, gleich den Geistern um Mitternacht, die durch Wände gehen. In der Zeit des Alleinseins ist Leidenschaft den Frauen nicht gestattet. Wenn sie alt sind, sagen die Männer, das ist Männersache. Doch die Männer vergessen, dass Frauen stets Zärtlichkeit brauchen, was das starke Geschlecht von sich nicht sagen kann. Der Anhang heißt, Männer schauen im Alter stets nach jungen Mädchen, obwohl sie wissen, dass die jungen Frauen nicht die alternden Männer wollen. Aber wie bekannt, ihr Geld.